Ja, hallo liebe Uhrenfreunde, ich begrüße euch ganz recht herzlich hier im Federhaus auf meinem Kanal. Mein Name ist Alexander und ich zeige euch heute im Hands On die Omega Seamaster 300 Meter No Time to Die James Bond Edition. Lasst euch von dem Wort Edition nicht in die Irre führen, die Uhr ist nicht limitiert, das heißt da steht nicht irgendeine Zahl im Raum, die Uhr ist auf so und so viel Stück limitiert und dann gibt es sie nicht mehr. Die ist ganz normal erhältlich, allerdings ist die Nachfrage hoch und man kann die Uhr auch nicht in rauen Mengen einfach so bestellen. Laut meiner Quelle an dieser Stelle, viele Grüße an Juwelier Plach, ist die Nachfrage nach dieser Uhr schon recht hoch, aber man muss eben schon mit Wartezeit rechnen und ähm, ja, die Uhr kommt man eben einfach jetzt auch nicht so von Omega nachgeliefert, wie man gerne wollen würde. Man muss also eben schon mit ein bisschen Wartezeit auf die Uhr rechnen. Diese Uhr ist auch leider schon verkauft, das heißt, ja, hier gibt es schon einen glücklichen Besitzer. Gucken wir uns die Uhr mal im Detail an. Die Uhr ist komplett aus Titan gefertigt in der Qualität Grad 2 und ist komplett mattiert ausgeführt. Das Zifferblatt ist aus Aluminium, Farbton ist tatsächlich braun, also das Zifferblatt wirkt jetzt nicht unter diesem Licht nur so braun, sondern es ist deutlich eher bräunlich und nicht wirklich matt schwarz. Lünette ist dementsprechend sehr schön auf das Zifferblatt Abgestimmt. Lünetteneinlage ist ebenfalls aus Aluminium. Und ja, was so ein bisschen täuscht ist, die Super -Luminova in der Lünette und auch auf Zeigern und Indizes ist wirklich von der neuesten Generation und leuchtet recht stark. Ich verlinke euch ein Video von Omega unten in der Videobeschreibung. Da könnt ihr mal gucken, da gibt es so ein offizielles Video von Omega. Da könnt ihr das anschauen. Und da kommt das besser rüber, als wenn ich das versucht hätte hier irgendwie darzustellen. Die ganzen technischen Daten zu der Uhr gibt es übrigens auch noch zum Ende des Videos. Natürlich möchte ich euch die nicht vorenthalten. Die ganzen Abmessungen und so weiter bekommt ihr da auch noch zu sehen. So ungefähr bei Minute 8. Hier zeige ich euch schon mal die Bedeutung der Gravuren auf dem Gehäuseboden. Denn hier orientiert man sich tatsächlich an den echten Bedeutungen der ja, Royal Navy. Und eben des ähm, ja, Ministry of Defense. Das heißt, die Zahlen hinten auf der Uhr, die sind nicht nur Nonsens, sondern die hat man eben schon mit einer gewissen oder mit einem gewissen Bezug zur Historie auf dieser Uhr vermerkt. Natürlich ein bisschen schade, dass man das Uhrwerk nicht sieht, weil das wäre natürlich auch eine Augenweide gewesen, aber man hat sich eben so dafür entschieden, weil es natürlich vom Vintage-Charakter her besser zur Uhr passt, eben eine Uhr mit einem Stahlboden ähm, ja so anzubieten. Lunette ist einseitig drehbar, 120 Klicks. Wertig, aber ich muss sagen, die Variante in Edelstahl gefiel mir ein bisschen besser. Liegt natürlich auch daran, Titan ist leichter, hat eine andere Dichte und ich glaube, das liegt einfach daran, dass die Uhr eben aus Titan gefertigt ist und dass die eben die Version in Edelstahl dann logischerweise eine etwas schwerere Lunette hat. Und ähm, ja, das ist die Variante in Edelstahl deswegen so ein bisschen hochwertiger anfühlt. Es könnte allerdings auch einfach nur eine Fertigungstoleranz gewesen sein. Hier habe ich euch eben das Heliumventil gezeigt. Wenn man das aufschraubt, dann sieht man so einen roten Akzent, der sagt, Achtung, das Heliumventil ist aufgeschraubt. Insgesamt von der Wertigkeit her gibt es an dieser Uhr überhaupt nichts zu meckern. Das ist alles wirklich extrem hochwertig ausgeführt. Das Milanese-Band ist ein Handgelenksschmeichler. Aber es irritiert natürlich am Anfang. Dadurch, dass die Uhr so komplett aus Titan gefertigt ist, ist sie extrem leicht. Und wenn man Hochwertigkeit mit einem gewissen Gewicht gleichsetzt, dann ja, könnte man am Anfang erstmal stutzen. Aber wenn man sich dann die Details anguckt, wie die Schließe eben verarbeitet ist und so weiter, wie die Mechanismen alle funktionieren, dann merkt man schon, dass es eine extrem hochwertige Armbanduhr ist. Kommen wir mal zum Design-Einfluss äh, von Daniel Craig. Der hat diese Uhr mitentworfen und dem war nämlich das Gewicht tatsächlich sehr, sehr wichtig. Der hat gesagt, mh, ich äh, möchte definitiv äh, eine leichte Armbanduhr haben und auch eine Uhr, die nicht so hoch ist. Das ist einfach zum einen passend für die Rolle. Und er hat das auch schon mal, kleine Randnotiz damals in Skyfall bemerkt, als er gesagt hat, ähm, mir die Planet Ocean, die ihr mir gegeben habt, die ist mir viel zu schwer. Ähm, da kann ich gar nicht so richtig mitarbeiten, mit der Uhr am Handgelenk. Und dann hat Omega diese Planet Ocean, die er im Film getragen hat, die eigentlich offiziell ein Edelstahlmodell ist, in Titan gefertigt, weil das eben für ihn angenehmer war, damit dann eben seiner Schauspieltätigkeit nachzugehen. Und Daniel Craig hat auch gesagt, wenn wir den Charakter, wenn wir das alles stimmig aufeinander anpassen wollen, dann ist James Bond ja ein äh, Commander von der Royal Navy, der eben dann zum MI6 gekommen ist. Und da finde ich einfach eine Uhr, die komplett matt ist, passender als eine Uhr, die jetzt irgendwelche polierten Flächen hätte, sondern ähm, eine Uhr, die so eine Art militärischen Background hat, die ist da einfach stimmiger. Als, ja, sagen wir mal so eine Schmuckuhr. So, nur muss man diese Uhr natürlich vom Look her mögen. Ich persönlich finde sie, wenn man diesen Vintage-Vibe mag, wirklich sehr stimmig gemacht und an der Uhr passt alles. Das Safiglas ist zum Beispiel auch nur von innen entspiegelt worden und nicht noch von außen, damit man eben auch noch so ein bisschen das Gefühl dieses Plexiglases beibehalten kann, dass es eben noch ein paar Reflexionen gibt. Allerdings muss man das eben halt schon mögen, diesen Vintage-Charakter. Ich persönlich bin eher ein Fan von der normalen 300 Meter Diver in Edelstahl. Hier zeige ich euch mal die Verpackung. Das ist keine herkömmliche Omega-Box, sondern es ist diese auch zum Vintage-Stil passende Uhrenrolle. Das finde ich eigentlich ganz charmant, weil so eine Box, die steht eigentlich immer irgendwo im Keller oder die bringt man ins Schließfach oder sonst wohin. Aber man hat nie so einen richtigen Nutzen von so einer schönen Uhrenbox dann. Und ähm, hier ist so eine Lederrolle, so eine hochwertige, wo man die Uhr drin aufbewahren kann. Natürlich eine schöne Sache. So, meiner Meinung nach ist die Uhr wirklich gelungen. Sie ist definitiv wertig ausgeführt. Aber ich finde, sie hat auch ihre Schattenseiten. Und das ist für mich der Preis. Man muss sich als Kunde hier entscheiden. Möchte man die Version am Milanese Armband kaufen? Oder die Version am NATO-Band. Und wenn man die Uhr am Milanes-Armband kauft, dann kostet einen die Uhr tatsächlich stolze 1000 Euro mehr als am NATO-Band. Und ich finde, in diesem Preisbereich hätte man der Uhr einfach das NATO auch oben drauf spendieren sollen. Mein Fazit ist, die Uhr ist toll, aber ich sage sparen ohne Reue und wähle doch die Variante in Edelstahl. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal im Federhaus. Macht's gut!